Heute geht es eigentlich darum, wie man JUnit-Tests in Eclipse starten kann. Dazu öffnen wir mal ein Projekt von Eclipse. Hier mal ein TP-Link-Checker-Projekt mit zwei Testklassen, die die Links von Excel-Dateien automatisch checken. Also man kann Tests starten, indem man auf das Projekt geht, rechte Maustaste, Run as JUnit-Test. Und dann werden alle JUnit-Tests in dem Projekt ausgeführt. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere, man kann hier auf diese Testklassen gehen, kann da rechte Maustaste sagen, Run. Dann wird die Testklasse ausgeführt mit all den Tests, die da drin sind. Oder aber wir führen nur mal einen Test aus, rechte Maustaste, nachdem der Test, die Testmethode markiert ist, Run. Und schon wird die da ausgeführt. Eine weitere Möglichkeit, wir gehen auf das Test-Package. Wenn man mehrere hat, man will jetzt nur diese beiden in dem Test-Package Testfälle ausführen, sagt man Run as, rechte Maustaste halt, JUnit-Test führt die halt aus. Oder aber wir gehen auf eine Testklasse, rechte Maustaste, Run as, JUnit-Test. So einfach ist das. Oder aber wir wollen nur eine Testmethode ausführen, dann kann man in der Hierarchie den Testfall aussuchen. Wenn der gut beschrieben ist, kann man hier sagen Run as JUnit Test. Dann wird nur der eine ausgeführt. Man hat natürlich auch noch die Möglichkeit, direkt im Source Code hier in der Klasse die Klasse markieren, rechte Maustaste Run as JUnit Test ausführen. Dann wird die ganze Klasse ausgeführt, die Testfälle. Oder hier in der Methode, das sind ja alle Testmethoden sind mit addTest annotiert. Wenn man die selektiert hat, kann man hier sagen, rechte Maustaste, Run as JUnit. Dann wird nur der eine Testfall ausgeführt, das heißt in der Testmethode. Das wären so die Möglichkeiten, um wie hier JUnit 5 Testfälle auszuführen. Man kann natürlich auch, wenn das ein Maven-Projekt ist, sagen, Run as Maven Test, dann werden auch die ganzen Testfälle ausgeführt über das Goal Test, aber eben nicht über die GUI, sondern man sieht das Ergebnis dann hier auf der Testkonsole. So, das wären so ein paar Möglichkeiten. Natürlich kann man auch über Kommandozeilen, über Tastaturbefehle das ausrufen. Das mache ich eher wenig, weil ich kann mir die immer nicht merken hierfür. Hier stehen sie zum Beispiel für einen Mac. Das wäre dann Option, Command und T. So. Aber das muss man halt wissen, was man will. So, das wären mal so ein paar Möglichkeiten, wie man JUnit-Tests ausführen kann. Es gibt noch einige mehr, aber das soll jetzt fürs Erste erstmal reichen. Ja, dann viele Grüße aus Langenhagen und viel Spaß beim Testen, denn es stimmt nicht, wer testet, ist feige. Tschüss.